Oliver Hüsing, erstmal Glückwunsch zum Punkt, glaube ich, das kann man sagen. Es war erstmal ein wichtiger Anfang und hart erkämpft. Ja, definitiv sehr, sehr hart erkämpft. Am Ende, gerade in Unterzahl, eine absolute Energieleistung. Aber ich glaube, das ist ein Erfolgserlebnis heute, der Punkt, wo wir drauf aufbauen können, was uns hoffentlich Rückenwind geben wird. Und diesen Schwung von diesem Punkt, den nehmen wir dann mit in den nächsten Wochen. Und da gab es wieder den Nackenschlag, leider 3 Minuten. Man konnte es nicht glauben, erster Ball war schon wieder drin. Was denkt man da? Man hat ja dann zurückgeschlagen und sich gewehrt, gerade auch in der ersten Halbzeit schon. Ja, im besten Fall denkt man da nicht so viel nach. Klar ist, wenn du so ein bisschen in der Negativspirale drin bist, wie wir es waren, dann passieren solche Sachen, aber es ist immer wichtig, sich selber aus dem Mist rauszuziehen, und das hat die Mannschaft heute gemacht. Vor allem in der ersten Halbzeit haben wir, glaube ich, eine sehr gute Leistung gezeigt. Ich glaube, da hatten wir sogar die Chance noch, um vielleicht in Führung zu gehen. Das war sehr, sehr gut. Zweite Halbzeit hatten wir dann gerade nach der Halbzeit nicht mehr den Zugriff, wo wir dann auch Glück hatten, wo wir die Phase überstehen müssen. Aber wir haben sie heute dann endlich mal überstanden und dann hinten raus mit allem Mann verteidigt und uns dadurch dann den Punkt vielleicht auch verdient, auch wenn er glücklich war. 5 Verteidiger am Ende, 3 defensive Mittelfeldspieler und der arme Lassme musste alles ablaufen dann vorne. Das war wie irgendwie Mann und Maus verteidigt. Ja, definitiv. Ich habe es ja gerade schon gesagt, Energieleistung von allen, angefangen bei Brian bis die Einwechsler, die es sehr gut gemacht haben, bis zum Torwart hinten. Aber das muss die Basis sein für die nächsten Wochen. Wichtig ist auch gerade im ersten Spiel jetzt unter Daniel Scherning den ersten Punkt geholt zu haben. Das ist ja auch mal wichtig, wenn man Erfolg hat. Und das ist ja mehr ein Teilerfolg. Ja, na klar, ich habe es ja gerade schon gesagt. Selbst wenn es nur ein Punkt ist, der tut gut. Ich glaube, Heidenheim ist eins der schwersten Auswärtsspiele. Das durfte ich jahrelang als Heimmannschaft selber erfahren. Und klar, es ist ein Erfolgserlebnis mit einem neuen Trainer. Das tut der Mannschaft und uns allen und dem Verein hoffentlich gut. Um die ganzen negativen Erlebnisse der letzten Wochen so ein bisschen beiseite zu schieben. Jetzt am Freitag nochmal bestimmt eine ganz gut besuchte Alm, dann das Duell gegen Braunschweig, dass man da unten sich mal wegschießen kann vielleicht. Ja, einfach weiter hart arbeiten, an unseren Themen arbeiten, weiter die Basics reinbringen, wie wir es heute gemacht haben, den Schwung von heute mitnehmen, klar bleiben und dann einfach eine gute Leistung zeigen. Das ist unser Anspruch. Okay, danke euch. Danke.